Guten Abend. Grüß Gott. Oh, Sie haben uns ja einen Zeitmesser, der von der Zeit lädiert wurde, mitgebracht. Stimmt. Was wissen Sie darüber? Ich möchte gern wissen, ob die von meinem Urgroßvater oder Ururgroßvater stammt. Das kann man natürlich nicht so genau sagen, wenn der Großvater und der Urgroßvater erst mit 60 Vater geworden ist, dann verschiebt sich das Ganze. Also Sie müssten schon sagen, wann die geboren sind. Also der Urgroßvater ist um 1840. Ah ja, das reicht schon. Eventuell. Also wir haben es hier mit einer Uhr zu tun, die in Wien oder in Österreich ringsherum, also in diesem Bereich, ja, entstanden ist und die eine feuervergoldete Bronzeuhr nachahmt. Das ist also alles geschnitzt, was Sie hier sehen, ist mit einem Kreidegrund überdeckt und dann vergoldet und soll eine Bronzeuhr nachahmen. Die einzige Bronze, die da ist, sind hier diese Gitter, die einmal hier drin gestanden haben. Das könnte man also alles wieder machen. Die Uhr selber steht auf einem großen Sockel, der auf gequetschten Ballenfüßen ist. Es ist verkröpft, das ganze Stück. Dann sind antikisierende Ornamente, Bänder gezogen. Darauf steht die runde Uhr, mit einem sehr großen Zifferblatt, das auch auf eine bestimmte Zeit hinweist. Ein Putto ist da oben, der bändigt zwei schnäbelnde Tauben, also ein Liebessymbol. Das Ganze ist hinterfangen von einer Art antikisierenden Architektur, die hier oben mit dieser Vase endet, in der Früchte liegen. Zwei gleiche Vasen haben hier gestanden, da sind nur noch die Reste davon zu sehen. Wie gesagt, das ist eine Uhrenkomposition, wie sie um 1780, 1790 eben auch in Frankreich vor allen Dingen in vergoldeter Bronze entstanden ist. Dort hatte man Bronzegießer, aber das war wahnsinnig teuer. Es entstand eine Industrie, die das eben in Holz nachgemacht hat. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob man da genügend Imagination hat. Die war richtig golden. Also das ist nicht so, dass die irgendeine Farbe, so wie dieses Orange hier, sondern es ist ja der Untergrund von dem Material, was aufgelegt war. Ja? Sondern das ist mit ganz hauchdünnem Gold komplett überzogen gewesen und hat eigentlich ausgeschaut wie eine feuervergoldete Uhr. Also sie hat geglänzt und gestrahlt. Ja, das kann man sich so jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ja, wir haben hier auch eine ganz typische Wiener Uhrenwerkkomponente drin. Die Wiener Uhren haben, wenn sie einen Viertelstundenschlag haben, immer ein zweites Schlagwerk. Also einmal für die Viertelstunde und einmal für die Stunde. Jetzt drehen wir sie mal um und schauen mal rein, ob wir hinten was entdecken. Davor, die wäre noch ursprünglich wäre. So, machen wir die mal auf. Ich nehme vielleicht den Deckel mal runter. Ja, wir sehen auch hier sehr schön wieder der Hinweis auf die beiden Schlagwerke. Hier auf der einen Seite ist ja ist ein Hammer, den man sehr schön sieht. Und auf der Seite hier unten, da sieht man auch einen Hammer. Ich nehme jetzt mal, wenn Sie die Glocke runter. Darf ich mal den Stift haben, weil dann kann ich sehr gut was zeigen. Und hier sieht man auch, warum. Es ist ja so gewesen, in der damaligen Zeit hat man noch große Probleme mit den Zugfedern gehabt. Die sind gerne gerissen, die sind geschmiedet geworden, die sind sehr ungleichmäßig im Gang gewesen. Das heißt, wir hatten am Anfang, wo die voll aufgezogen ist, eine ordentliche starke Kraft. Und zum Schluss war sie total lahm. Ja? Und man wollte natürlich dann eine Federkraft haben, die möglichst gleichmäßig ist. Und dann hat man sich rausgesucht, okay, am Anfang was wegmachen, am Ende was wegmachen. Und dann hat man die sogenannte Stellung erfunden. Das ist hier noch ein Überbleibsel zu sehen. Dieses Rad hier hat nur drei Zähne. Und Sie müssen sich jetzt auf diesem Vierkant noch eine zusätzliche Scheibe vorstellen mit einem einzigen Finger. Und dieser eine Finger schaltet dieses Rad immer eins weiter, sodass Sie nur die Möglichkeit haben, hier drei Viertel Umdrehungen zu machen. Ja. Und das war genauso, wie das hier gesessen ist, ist das hier auf dem einen Schlagwerk gesessen und hier auf dem anderen. Ja. Und das war praktisch ein Schutz für die Zugfeder. Ich konnte sie nicht zu stark aufziehen. Und sie ist natürlich dann auch nicht zu viel aufgelaufen, sodass ich praktisch immer eine gleichmäßige Kraft hatte und auch mir die nicht gerissen ist beim Aufziehen.
Schwierig ist das Ganze jetzt vom Preislichen her. Sehr auch reparaturbedürftig, ist ein sehr, sehr großer Aufwand, die zu reparieren. So in dem jetzigen Zustand würde ich sagen, dass man vielleicht 300 Euro rum erzielen kann. Recht viel mehr wird nicht drin sein. Aber vielen herzlichen Dank, dass Sie uns gezeigt haben. Wirklich und toll. Wie alt denken Sie, dass die ist? Die ist um 1780, 1790. Ah ja. Vielen Dank. Ja. Danke Ihnen. Recht herzlich. Auf Wiedersehen.